Props on Mastako. Dankeschön für die Aktionsvideo. Ist der gerade am Weinen? Ja, da war kein Gefühl dabei und... Nein. Hä? Ich kack gerade ab? Nein! So, Freunde, ich bin wieder zurück von Potsdam. Die meisten von euch, die mir auf Instagram folgen, haben es mitgekriegt. Wir waren dort auf Pädophilenjagd mit dem Pedo Hunters. Und glaubt mir eine Sache, wenn ich das euch hier jetzt sage. Die nächste Pedo Hunters Folge ist die mit Abstand beste. Ich war live dabei, glaubt es mir. Das Schlimmste ist das Kind, war. Also mit so jemandem wie dir habe ich kein Mitleid. Sag dir alles. Hast du das verstanden? Bleiben Sie bitte ruhig. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ihr habt mir diese Person geschickt bei der SDS. Karl Jeroboam mit Böses von Luis Capaldi. Ich hoffe, ich habe alles da richtig ausgesprochen. Wir gönnen uns den Auftritt. Let's go. Counting days till my love has got lost on me. Ui. Yeah. Wow, also kleine Fazit bis jetzt. Er sieht stabil aus, hat eine coole Frisur. Style von dem passt absolut. Und die Stimme klingt im ersten Augenblick auch sehr, sehr nice. Every breath that I have taken since you left seems like a waste on me. Wow. I've been holding on a hope till you come back so I could find some peace. Merkt schon direkt, Maike ist auch am Fühlen. Ich fühle das auch. Er ist bis jetzt sehr, sehr gut dabei. Wir warten jetzt erstmal ab, bis die höheren Bereiche kommen. Dann können wir, glaube ich, besser entscheiden. Aber bis jetzt scheint der Typ sehr, sehr viel Potenzial zu haben. There must be something in the water. 'Cause every day it's getting colder. Boah. And if only I could hold ya. Boah, das ist stark, Freunde. Das ist keine Einbildung. Oder auch, liegt auch nicht daran, dass die davor schlecht waren. Der ist einfach gut. Eine sehr geile Stimme, sehr starke Stimme. Vor allem hier, wo er so abgeht, wo er wirklich aus sich herausgeht. Das hört sich so ein bisschen an, als wenn ein Superstar, in Anführungsstrichen, also ein richtiger amerikanischer Superstar, gerade diesen Song performt. You keep my head from going under. Maybe I just been blinded by the brighter side. Okay, er hat jetzt schon wieder Hoffnung in die ganze Staffel reingebracht. Wenn ich bis jetzt geglaubt hatte, dass Kevin die Staffel gewinnen wird, muss ich sagen, dass er mit dem da eine sehr hohe und starke Konkurrenz dazu kriegt. I've been told to get you off my mind. Guck mal, die in der Jury. Natürlich gehen die ab. Er singt besser als die alle zusammen. Was ist das für eine Jury? Egal. There must be something in the water. 'Cause every day is getting colder. Boah, der ist anders stark, Leute. War das? Gänsehautet mich gerade. Entweder ist mir kalt oder ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut gekriegt durch seinen Gesang. And if only I could hold ya. You keep my head from going under. Komm, er kriegt von mir jetzt schon einen weiter. Hätte ich eine goldene CD, würde ich ihm die jetzt geben. Okay. Stark. Hammer. Ja, ich sehe es schon kommen. Jetzt kommen irgendwelche Scheißaussagen wie: Ja, da war kein Gefühl dabei und ja, du hättest ja besser performen können und Ja, Mike? Karl, du warst mit der beste Sänger hier. Wirklich. Wir haben schon richtig, richtig gute Leute hier gehabt, aber. Absolut richtig gesagt. Für mich warst du auf jeden Fall in den Top 3 dabei. Mike. Ja. Oh, thanks. Unfassbar. Was thanks, für eine Stimme, was für eine Stärke. Es kam alles bei mir an. Wow. Alter, ich muss das erstmal so realisieren. Dankeschön. Ja, der ist auch sympathisch. Man merkt, er ist dankbar. Er kommt nicht abgehoben rüber. Ohne Frage. Ja? Ich war weg. Der hat sich verliebt in seine Optik. Maite. Götenüssig im Land. Ich war weg. Finde ich schade, war die ganze Staffel hat viel an Energie verloren, dadurch, dass sie Wendler nicht zeigen. Ich will dich nochmal sehen, im Recall. Wow. Dankeschön.
Ist der gerade am Weinen? Wenn man so singt, wirklich, also mit dem Gefühl. Und dann auch, du hast ja eine Range, die ist ja wahnsinnig, ja. Ja. Boah, halt so lang. Er hat eiskalt die ganze Staffel jetzt gerade gerettet. Guckt euch mal meine letzten Reaktionen an. Ich bin nur am Meckern, dass nur Müll bei der SDS dabei ist, diese Staffel. Der, auf den ich gerade reagiere, hat mir jetzt im Moment gerade geschrieben, Leute. Ich guck mal kurz. So, damit ihr es seht. Vor 18 Sekunden hat der mir geschrieben. Gerade jetzt. Ich hatte dem nämlich gerade geschrieben, ich werde jetzt auf deinen Auftritt reagieren, weil viele mir geschrieben hatten, reagier drauf. Der schreibt, das wäre mega nice. Habe schon ein paar Reaction-Videos von dir gesehen. Machst das echt gut und unterhaltsam. Alter, eins muss ich mal sagen. Du siehst 1:1 aus wie mein Schwager, nur mit langen Haaren. Jetzt zurück zum Thema. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du eine Reaktion wie du zu meinem Auftritt machst. Bless. Ich küsse einfach sein Herz. Hä? Nein. Hä? Ich kack grad ab. Nein. Oh mein Gott. Hä? Habe ich da eine falsche Info gekriegt? Hä? Ich dachte, Dieter gibt irgend so einem Zibo oder was weiß ich, wie der heißt, die goldene CD und nicht hier dem Karl. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Freunde. War das... Hä? Ich feiere das absolut, dass er die goldene gekriegt hat. Aber ich bin gerade ein wenig durcheinander. Ich würde sagen, spitzenmäßig, Alter. Oh mein Gott. Ich kann das jetzt gerade nicht glauben. Haha, freue ich mich für ihn. Aber ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Sehr verdient. Oh, vom ganzen Herzen, Dankeschön. Ja. Und ich bin ja nicht taub. Ich bin ja nicht taub. Hat der recht? Ich hatte schon so viele Rückschläge. Ich bin so oft auf die Fresse gefallen. Und ich schätze diesen Moment sehr. Hast du verdient. Super Leistung. Du kannst die ganz großen Nummern singen. Gucken wir mal. Ja, Hammer. Sehr, sehr bodenständig, sehr, sehr korrekter Dude. Ich hoffe, dass ihr noch einen wunderschönen Tag habt. Alter, meine Gänsehaut geht nicht weg, ne? Der sagt, der Kleine da, meine Gänsehaut geht nicht weg. Ich vergesse immer seinen Namen. Ab jetzt werde ich ihn Kleiner Pietro nennen. Ich bin schon gewohnt, von ihm Göttwelle genannt zu werden. Okay, Freunde, absolut krasse Kehrtwende. Hab jetzt noch ein bisschen mit Karl geschrieben, hab ihm gratuliert halt zur Goldenen. Dann habe ich aus meiner reinen Neugierde geschrieben, guck mal, ich bekomme immer Insider-Infos und da meinte man zu mir, ein Zipso oder Zibos oder irgendwie sowas, ja, irgendwas mit Z, hat die Goldene von Dieter erhalten. Wie gesagt, die Infos habe ich vor Monaten gekriegt, bevor überhaupt DSDS ausgestrahlt wurde. Ich habe das aber im Kopf. Also irgend so ein Grieche, dachte ich, der Name hört sich ja so griechisch an. Wie kommst du, dass du auf einmal die Goldene bekommen hast? Jetzt schreibt der Bruder, ich bin Zipso. Oder so. Das ist mein Künstlername. Okay. Ja, Freunde, schreibt mir wie immer eure Meinung zu dem Kandidaten unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao. Hey, what's up, beautiful people? Ich möchte mich mal bei jedem bedanken, der mich supportet und unterstützt. Es ist ein sehr schönes Gefühl zu wissen, dass meine Performance positiv angekommen ist und viele Menschen berührt hat. Und ein schönes Gefühl zu wissen, dass ich viele Menschen hinter mir stehen habe. Und will einfach sagen, dass ich euch dankbar bin für eure Unterstützung. Und ich würde auf jeden Fall weiterhin Vollgas geben. Ich hoffe, ihr alle verfolgt es weiter. Und ich hoffe, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können. Und auch Props on Mastako. Dankeschön für die Reaktionsvideo. Bis bald. Peace.